Sehr ganz im nächsten Video hier auf dem Kanal. Aufnahmesession und der nächste Part von The Journey. Und zwar ist es der fünfte und wir spielen das erste Mal in der Premier League gegen den FC Arsenal, mit dem FC Arsenal, gegen den FC Liverpool, gegen Jürgen Klopp, gegen den deutschen Ziehvater. Und das wird auf jeden Fall eine richtig interessante Sache. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare eure Anregungen und Wünsche für die nächsten Episoden rein. Würde ich mich tierisch drüber freuen. Checkt die Links in der Beschreibung, gibt's neues Merchandise, unter anderem Hashtag Herrlichshirts. Natürlich auch weiterhin IG Vault verlinkt. Mit Coins 6% Rabatt, MaxGamingTV als Rabattcode und meine Social Media Links gibt es da auch. Und jetzt starten wir ohne weiteres Gelaber rein in diese Partie. Ich habe richtig Bock und ich hoffe, ihr auch. You never forget that first kick. All right, lads. I don't need to tell you how important a winning start is. Keep it tight, work hard for each other, and the chances will come. We've all seen the team sheet. Walker, you're leading the line. Hunter and the rest of the subs, I want you ready. You're not there to get a suntan. Well, let's go and show these supporters what we can do, eh? Let's get these 3 points, eh? Time to make my mark. It's time. Right, that's us, boys. Start us to the tunnel, subs to the bench. Let's look like we mean it. Die Szene kennen wir ja bereits und zwar aus der Demo-Version von FIFA 17. Allerdings ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte hier, denn wir spielen nicht mit United, sondern wir spielen mit Arsenal. Und zwar auswärts. Im Kopf. Nee, nicht im Kopf. Anfield. Aber Kopf ist da auch. Warum gucken die mich so an? Also ich kann ein bisschen labern, weil wir kennen das hier ja schon. Hey, Genie, der Ex-Jordy. Hunter. Warm it up. Gaffer wants you to get after that back four. Centre halves are fading. Use your pace. Get in behind them, right? You
ready, lad. Just get me out there. I'll have your bottle. Just remember what we told you. Keep your discipline. Na dann mal los, würde ich sagen. Ab geht's in die Partie für unseren Kollegen, glaube ich, für Gareth Walker, bin mir nicht ganz sicher. 8,0 wollen sie haben. Das nächste Tor sollen wir erzielen und wir sollen das Spiel gewinnen. Das ist meine Aufgabe. Was machen denn die Liverpool-Spieler da, die tanzen? Weiß ich nicht. Och Mann, Leute, die spielen so hart scheiße. Was soll ich denn da auch machen, bitte? Da kann ich doch als Stürmer überhaupt nichts tun. Jetzt vielleicht mal. Aber Lucas Leiva ist auch nicht der langsamste. Oh. Am besten noch verletzen. Oh Mann, Alter. Ich weiß nicht. Irgendwie hasst mich The Journey bisher. Absolut. Ich versuche mich zu drehen. Er dreht sich überhaupt nicht. Ein bisschen ärgerlich auf jeden Fall. Oh, wieder eine wahrscheinlich schwache Passansage. Was ist daran eine schwache Passansage, wenn er den Ball scheiße spielt? Sorry, aber das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Und ich muss wirklich sagen, Arsenal spielt bisher sowas von beschissen. In diesem ganzen The Journey-Kram. Das ist absolut ärgerlich. Oh, mein Gott. Ja, was für schwache Passansage, wenn er den gut spielt. Ich habe echt erwartet, dass Arsenal eigentlich recht gut spielen würde, so, aber tun sie überhaupt nicht. Null. Alter, was ist das für ein Pass? Wie schlecht, wie schlecht! Das hätte normalerweise bestraft werden müssen mit dem Gegentor. Oh, was sind das für Pässe, Menschenskinders. Das Ding ist ja vor allem, die spielen... Es ist ja nicht nur Liverpool auf Legende. Wir spielen ja auch auf Legende. Oh mein Gott, Alter. Wir sind ja auch auf Legende. Aber das merkst du einfach null bei deinen Teamkameraden. Gar nicht. Jetzt vielleicht einmal die Gelegenheit. Einmal vielleicht... Mein Gott, das ist so schlecht, ne? Das ist so schlecht einfach. Nicht mal eine Sekunde warten, bis wer nachgerückt ist. Das sind Fußball-Basics. Kopfballtor wäre jetzt auch super lustig gewesen. Aber vielleicht ja so, vielleicht ja so. Oh, das wäre auch zu schön gewesen. Ich werde nach hinten gedrückt, ich kann nichts machen. Mensch. Spiel raus. Nee. Och Mensch, Santi. Den Pass, erklär ihn mir, ich verstehe ihn nicht, beim besten Willen, ey, sorry, also wenn die mich ins Spiel bringen wollen, gezwungenermaßen quasi, verstehe, oh, meine Fresse nochmal, das ist halt einfach sowas von unterirdisch, was die spielen, ich verstehe das nicht. Einzige Chance, die ich im ganzen Spiel haben werde. Alex Hunter, jawohl, das gibt's doch nicht. Oh, das gibt's doch überhaupt nicht. Verstehe nicht, wie ich das gemacht habe. Also beim besten Willen, ey. Ich kann mich nur darüber aufregen. Es ist absolut beschissen, aber wenigstens mache ich das Tor. Wenigstens mache ich das Tor. Oh, war das gut. Weil Zarco den Fehler gemacht hat. Und dann ist der Abschluss natürlich nicht mehr so schwierig. Oh Gott sei Dank, würde ich mal sagen. Herrlich. Und geiler Jubel. Letzte Aktion des Spiels. Musste ja auch so kommen. Geht ja gar nicht anders. Hauptsache 4-4 Burnley gegen Swansea. Alex, Entschuldigung. A dream debut for you. I bet you couldn't have imagined you'd be stood here talking with us today. A couple of months ago, you were on the fringes of the squad. Then a couple of injuries and suddenly you're on the first team. How does it feel to have scored on your debut? Yeah, amazing. I feel so fortunate, really. The team lost some key players to bad luck, but this is an amazing club with loads of squad depth. They put me in a position to finish out there, so all credit to the lads. I just feel really grateful to be here.
An emotional day for you all around, Alex. A comment on sharing your debut with your lifelong friend and teammate, Gareth Walker. To be honest, I wasn't really thinking about it. You can't let your emotions get in the way of these big opportunities, you know? Like, if you spend your time lost in the moment or focused on the past, it can pass you by. Being able to block all that out, that's what you need to be a top player. Alex, how does it feel to have scored the winning goal today? I think the boss had the tactics spot on. It's easy to panic when things don't happen immediately, but we kept our composure, trusted in what we were trying to do. Thank you, Alex. Thank you. So, Belohnungen kriegen wir nochmal. Kein Startelf-Bonus, aber ein Torschützenbonus. Mal wieder 600 Pfund noch dazu gewonnen. Ja, jetzt sind wir mittlerweile bei fast 50.000 Pfund und unser Gesamtmarktwert ist noch nicht gestiegen, aber wir rücken näher an die Startelf und das ist sehr, sehr schön auf jeden Fall. Follower haben wir dazu bekommen, logischerweise auch, und ansonsten war das relativ gut. Attributzuwachs sieht auch gar nicht mal so schlecht aus und ich denke mal, das Rating könnte auch ganz gut aussehen. Das werden wir jetzt sehen. 63 ist geknackt, sehr, sehr schön, das freut mich doch. Und mit einem Sieg im Gepäck geht's ab nach Hause und damit kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut leben und wir machen natürlich direkt weiter mit der nächsten Woche, weil das reicht für eine Episode jetzt natürlich noch nicht ganz. Ich würde mal sagen, das lief sehr, sehr gut, oder nicht? Mit dem B kann ich auch leben, ist auch in Ordnung. Spieltag gegen Leicester, den nehmen wir natürlich noch mit. So, wir haben mal wieder ein paar Challenges, unter anderem 7,0, Spielgewinn und 3 Spezialbewegungen. Dann wollen wir das nochmal machen. Und da haben wir unsere erste richtige Gelegenheit. Gehen in den 16er rein. Richtig stark gemacht. Vorlage. Juhu. Warum kriege ich dafür negative Punkte? Kann mir das jetzt mal einer bitte erklären? Das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Und wo läufst du jetzt hin? Zur Kamera. Natürlich, du Kamerageiler Sack, du. Nicht mal deinem Kumpel danken. Ich mache den Storage Dance alleine. War zwar komplett mein Verdienst. Und ich wollte eigentlich auch alleine schießen. Aber okay. Krieg dafür noch einen Ball laufen lassen, also ich krieg den Wetter dafür bestraft, dass ich eine Vorlage mache. Mann, Journey. Wieso komme ich auf 6,8? Ich hatte vorher 6,9. Die Logik habe ich jetzt schon ein paar Mal in Frage gestellt, ich weiß auch nicht mehr, was ich noch machen soll. Allein für die Vorlage, die eigentlich mein Tor war, hätte ich locker eine 7 bekommen sollen. Aber nein, ich kriege eine 6,7, obwohl ich die ganze Zeit ackere. Ich verstehe dieses Bewertungssystem nicht. Sorry, das nervt mich total. Aber ansonsten 4-0 Sieg ist doch was Schönes auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall so machen. Unser Arschlochkumpel ist auch noch einigermaßen in Ordnung. Auch wenn er sich natürlich wieder feiern lässt bis zum geht nicht mehr. Naja, 7,0 ging halt nicht. Was? Alter, ich habe die ganze Zeit rumgeskillt. Ich habe mindestens 8 gemacht. Oh, das ist. Allein das ist eine Spezialbewegung. Davon mal abgesehen. Mann. Bisschen Geld dazu bekommen, ein paar Follower dazu bekommen. Das geht auf jeden Fall. Das Rating ist weiterhin auf 63, soweit ich das gesehen habe. Und damit gehen wir weiter. The Journey nervt mich gerade ein bisschen. Von den Bewertungen her, allgemein von diesem ganzen Kram her. Und da beenden wir jetzt einfach diese Episode. Wenn es dir gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, ob es bei euch genauso war, ob ihr genauso genervt davon wart. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal einfach wieder. Checkt die Links in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut. Haut rein. Und ciao.